aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Gelobt sei Jesus Christus. Schön, dass ich auch am Weihnachtstag mit diesem kleinen Impuls bei Ihnen zu Gast sein darf. Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So sagen die Hirten und brechen zur Krippe auf. Und anbetend sinken sie vor dem göttlichen Kind auf die Knie. Auch wir können heute vor der Krippe knien, wie die Hirten das Ereignis, die Rettung der Welt in diesem kleinen Kind betrachten. Auch wenn ein kleines neugeborenes Kind noch nicht sprechen kann, so wollen wir doch in diesem göttlichen Kind schon unseren Lehrer und Meister sehen. Wir müssen ihn so sehen, denn wir wollen von ihm lernen. Nur von ihm, nur durch die Menschwerdung können wir Gott wirklich erkennen. Und dazu ist es natürlich nötig, das Leben Jesu zu kennen, das Evangelium zu lesen, sich in das Geschehen des Neuen Testaments hineinzuversetzen. Und dieses Leben Jesu muss sich in unserem eigenen Leben wiederholen, indem wir ihn immer besser kennenlernen. Immer und immer wieder die Heilige Schrift lesen, meditieren, auskosten, unermüdliches, beharrliches, vor allem innerliches Gebet, so wie heute hier vor der Krippe. Versuchen wir zu begreifen, welche Wahrheit, welche Lehre uns Jesus heute schon anbietet. Als Kind, als Neugeborener, dessen Augen sich gerade erst für diese Welt geöffnet haben. Jesus wächst wie einer von uns auf. Im Haus Josefs und Mariens, als Sohn des Zimmermanns, wie er dann genannt wird, im Milieu städtischen Kleingewerbes. Und er zeigt uns damit, wie das Gewöhnliche, das alltägliche Tun göttlichen Sinn hat. Keine Arbeit des Alltags führt uns von Gott weg, wenn sie mit Liebe getan, als Opfer angenommen oder ohne Lob und Dank zu erwarten, einfach und treu verrichtet wird. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. 30 Jahre hat Jesus im Verborgenen gelebt. Das ist 10-mal mehr, als er dann öffentlich gewirkt hat. Jahre de facto im Schatten und doch strahlende Jahre, weil sie uns zeigen, wie im Alltäglichen, im Gewöhnlichen, ja im Unscheinbaren, das Große, das Wunderbare, das Göttliche seinen Ursprung hat. Auch die Hirten kehrten von der Krippe in ihren rauen Lebensalltag zurück. Aber sie rühmten Gott, so lesen wir. Sie preisen ihn, weil sie das Heil der Welt erkennen durften, weil sie die Hoffnung und das Leben gefunden haben in dem kleinen Jesuskind. Und weil sie mit dieser Hoffnung nun ihre alltägliche Pflicht erfüllen konnten, in einem neuen Licht ihre Arbeit verrichteten und in allem Tun einen Weg sehen durften, Gottes liebevolle Gegenwart auf dieser Welt in unserem Leben zu erspüren und zu bezeugen. Tun wir es ihnen gleich. Lassen wir uns von der Liebe dieses Kindes in der Krippe gefangen nehmen und tragen wir diese Liebe, das Licht der Hoffnung in unsere dunkle Welt. Werden wir zu Menschen des Lichtes und der Freude, ein heiliges Volk, Erlöste des Herrn, die laut und überzeugend verkünden können: Erschienen ist die Güte und die Menschenliebe Gottes. Er hat uns gerettet durch Jesus Christus, unseren Retter. So wünsche ich Ihnen von Herzen einen gesegneten Weihnachtstag. Gelobt sei Jesus Christus.